So, Leute, willkommen zurück zu Kirby's Adventure. Yeah. Kirby's Adventure? Pff, fail. Kirby und das magische Garn. Ja. Wieso Kirby's Adventure? Wahrscheinlich, weil die Begrüßung ähnlich ist. Naja, heute widmen wir uns dem seltsamen Wald, der ganz schön seltsam ist, wie wir in der letzten Episode festgestellt haben. Und dieses Level war, glaube ich, lang. Und hier muss ich echt aufpassen, dass ich die 100 Perlen, die Goldmedaille mit den Perlen schaffe, weil wir müssen das ganze Level als UFO machen. Und es ist, ja, jeder Mensch liebt sie. Es ist ein Self-Scrolling-Level. Hooray! Vielen Dank, Entwickler, dass ihr uns davon nicht verschont lasst. Ja, es fängt schon mal verdammt gut an mit den Perlen. Ey, komm her! Ja, klasse. Schon mal einen ganzen Batzen verpasst. Wobei, ich muss nicht eher auf die Perlen aufpassen. Ich muss eher aufpassen, dass ich keine Items verpasse. Denn die sind doof teilweise zu erreichen, wenn man nicht aufpasst. Kann man die nämlich relativ leicht verpassen. Ja. Klar, logisch, ne? Das zum Beispiel, aber das ist eh nicht so wichtig. Das ist nur fürs Ziel. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht vor diesen Roulette-Dingern erwischen lassen. Na komm, einen geht noch. Einer geht noch. Danke. Wow, hilf. Ja, ist gut. Verdammt. Zack, das nehmen wir doch noch mit. Plopp. Na, wichtig ist jedenfalls, dass wir schießen können, sobald es unbedingt notwendig wird. Weil es kann dann mal sein, dass wir irgendwo hinter müssen und nichts haben. Wow, das war knapp. Mit diesem Teleskop kann man in klaren Nächten prima den Himmel erforschen. Schön. Hätten wir das auch. So. Oh nein. Oh Gott, schnell. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Gut. Dieser Kuchen ist mit Sahne gefüllt. So lecker, ist der leckerer als ein echter Ast. Ach so. Ach so, Astkuchen. Jetzt verstehe ich das erst. Hm, klar. Astkuchen, was könnte das wohl sein? Bestimmt ein Bleistift. Natürlich, was sollte es auch sonst sein? So, das ist nicht Wispy Wood. Nein, keine Sorge, Wispy Wood wurde nicht von einem Zombie gefressen, sodass er sich jetzt in das hier verwandelt. Das ist ein anderer Gegner. Da-da-dam. Blub. Auf jeden Fall ist es ein Gegner, der uns ganz schön viele Perlen ausspuckt. Das heißt, ich mag ihn, denn ich mag alles, was mir viele Perlen ausspuckt. Außerdem greifen wir mit seinen eigenen Äpfeln, Fragezeichen an. Was auch immer es ist, auf jeden Fall ist der Gegner jetzt vernichtet. Und hinterlässt uns eine ganze Menge Perlen. So, wir haben schon die Goldmedaille. Jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass ich auch die CD kriege. Ja, und den saugen wir besser nicht ein. Jeder, der Kirby's Fun Pack gespielt hat, weiß, warum man diese kleinen Dinger da oben besser nicht einsammeln sollte. Richtig, denn die tun weh. Ah! Okay, wir sind angepisst. Hilfe! Er verfolgt mich! Geh weg! So, ich lasse jetzt einfach meine Aufladung vorhanden. Gut, er ist explodiert. Schön. Ja, genau wie im Original Kirby, wo sie das... Also, ich weiß nicht, in welchem... Yes! Okay, gut. Jetzt kann mir alles egal sein. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, in welchem Kirby sie das Original das erste Mal vorkommen. Ich habe sie das erste Mal in Kirby's Fun Pack damals, als das noch neu war, das Spiel, kennengelernt. Keine Ahnung, ob sie da das erste Mal vorkam. Kann sein, kann auch nicht sein. Wer weiß das schon so genau? Wahrscheinlich wieder mal jeder Mensch, außer ich. Ich war schon mein Leben lang Kirby-Fan. Also Kirby war quasi mein Held der Kindheit, wenn man so will. Gut, Mario und Link und so weiter natürlich auch. Aber Kirby immer ein Ticken mehr. Ich habe sogar mal, in der zweiten Klasse gab es mal eine Hausaufgabe, dass wir einen Comic zeichnen sollten. Wir sollten selbst einen zweiseitigen Comic zeichnen. Ja, und ich habe damals dann als Hausaufgabe einen Kirby-Comic gezeichnet. Den gibt es übrigens immer noch. Und ich hatte so viel Spaß daran, dass ich diesen Comic die nächsten Jahre hinweg sogar immer noch weiterzeichnete. Ja, und den gibt es immer noch. Der liegt ja in meinem Schrank. Und inzwischen mittlerweile umfasst dieser Kirby-Comic 450 Seiten und 7 Staffeln. Ja, ja, was aus einer einfachen Hausaufgabe einfach werden kann. Damals hat mich die Schule noch inspiriert. Was man in den letzten Jahren nicht behaupten konnte. Gut, ich gehe nicht mehr zur Schule, aber dennoch, damals, das war echt eine tolle Aufgabe und ich hatte riesen Spaß daran. Und wir müssen das Level vielleicht auch fertig haben. Jetzt kommt aber noch auf jeden Fall ein so ein Zombie-Wispy-Wood.
Die haben einen anderen Namen. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht, was dein anderer Name ist. Wieder Piano-Musik, die mir gefällt. Achso, wir waren schon voll. Zack. Ja, ihr seht schon, das Level ist lang. Das dauert eine Weile, bis wir das fertig haben. Aber doch, das soll mich nicht weiter stören. Warum auch? Kirby sehen und zack, vernichtet. So, und jetzt müsste hier auch schon, ja, das Level zu Ende sein. Gut, wir kriegen auf jeden Fall über 3000, das ist doch schon mal schön. Oh, oh, wenn das mal nicht zu knapp war. Nein, es ging... Oh, es ist immer... verdammt knapp, ob es nun drüber stößt oder nicht. Und auch hier wieder, wenn ihr Mausklick im Hintergrund hört, dann liegt es daran, dass ich die Aufnahme überprüfen muss. Und ja, ich muss das leider regelmäßig machen, weil mein PC... Scheiße, ist gelinde gesagt. Flup, flup, flup. Yay. Warte, wie lange haben wir denn jetzt? Gar nicht geguckt. 6 Minuten. Gut, wir haben noch Zeit für ein paar... für ein paar Minispiele. Wir haben die erste Welt komplett, Leute. Freut mich. So, wir werden jetzt aber erstmal die Such's mich noch machen. Weil bevor wir die nächste Welt anfangen, werde ich immer die Minispiele von denen, die wir schon haben, vorziehen. Quasi. Blub, 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 blub. Such mich. Ja, in den Regenbogenfällen. 5-mal such mich finden. Machen wir doch. Kein Problem, wir sind Meister am Versteckspielen. Okay, wo seid ihr? Da unten. Whee. Und da unten. Ah ne, das war ein Waddle Dee. Moment, da oben war, glaube ich, noch einer. Ja, ja, das Level kennen wir ja, nur dass wir es diesmal rückwärts machen. Yeah. Ey, das war gemein. Aber hier müsste noch einer sein. Da hinten ist er ja. Hab dich. So. Next ist hier da unten. Ja, da. Zack. Die kriegen wir alle. Plapp. Nächster. Da oben. Wow, was für ein gutes Versteck, mein Freund. Ich hätte dich ja fast nicht gesehen. Und der letzte versteckt sich hinter dem Vorhang. Hab dich. Yay. Lalalalala. Wir kriegen ein weiteres Stück Stoff dafür. Was freue ich mich. Blub. Es gibt ein neues Level. Ja, das machen wir gleich auch. Einen neuen Level, um genau zu sein. Ja, eigentlich heißt es neuen. Das heißt ja eigentlich der Level und nicht das Level. Aber fast jeder Mensch sagt das Level. Ich sage, ich gebe es zu, ich sage auch meistens das Level. Mir ist zwar bewusst, dass es eigentlich falsch ist, aber... Wayne! Soll jetzt niemanden stören. Das soll niemanden stören. Ja, ja, ich weiß. Es wird alt. Such mich's! So, die kriegen wir auch noch, die Mission. Ich weiß nicht, ob wir danach noch eins machen können. Aber danach werde ich erstmal gucken, ob wir die zweite Wohnung schon einrichten können. Dann könnten wir nämlich die schon machen. Hallo, na? Hallo, na? So, die sind alle hier in dieser Bohne. Wir haben auch nur 1 Minute Zeit, wie wir sehen. Zack. Zack. So, und der da ist in der Wolke versteckt. Flup. Wo sind der andere? Da unten in der Ecke. Das alle suchst mich. La 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 la. Ich mag diese Minispiele. Der Preis, den man dafür kriegt, ist für immer der gleiche. Bei jedem Minispiel ist es nur ein verdammtes Stück Stoff. Zwar mit Muster, aber es ist nur ein verdammtes Stück Stoff. Aber trotzdem, gefällt mir. Alles gefunden, hurra, yippie. Gib her. Yay, natürlich. Der Stoff heißt natürlich. Ja, schon wieder so ein geiles Wortspiel. Natürlich, natürlich. Natürlich ist das natürlich. Warum sollte es nicht natürlich sein? So, und jetzt gehen wir nochmal gucken, ob wir die Wohnung einrichten können. Falls ja, werden wir dann diese Minispiele machen. Wenn nicht, werden wir uns in der nächsten Folge in die zweite Welt begeben. Ladevorgang, bitte warten. So, schauen wir doch mal. Dekorieren, ja? Ich bin froh, dass meine Wiimote so seitlich halten muss. Ich mag das nämlich viel lieber. Lässt sich auch wesentlich besser spielen, finde ich. So, haben wir das Ding schon? Nein, das ist das da. Pyramidenwüste. Ja, kriegen wir erst in der Wüste. Wer hätte es gedacht?
also in Hitzland. Kann man ja schon denken. Natürlich ist das ein Hitzelevel, ist ja klar. So, wir werden übrigens die Möbel, die wir hier kaufen, das habe ich mir überlegt, werde ich erst ganz am Ende des Spieles machen. Ja. So, wir können mal uns ins Lager, wir können uns nochmal das Lager ansehen, damit uns auffallen wird, wir haben schon so manche Items gesammelt. Und das freut uns, weil da, seht ihr das? 31% Charaktere, 8 bei Items, 2 bei Stoffen, Medaillen 16, Musik da. So. Gut, ich begebe mich schon mal zu Hitzland, werde dann die Folge da auch beenden für heute, sodass wir uns ab der nächsten Folge voll und ganz Hitzland widmen können. Und da freue ich mich drauf, weil das Spiel ist schön. Es ist einfach so. Es gibt zwar manche Level, die hasse ich, dafür gibt es auch genauso Level, die ich mag. So, mal gucken, 100%, gut. Gucken, 100%, gucken. Hier auch alles. 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 Und alles. Und natürlich auch alles. Klasse! Okay, wir gehen schon mal rein. Ladevorgang, bitte warten. Bing, bing, bing. So, wir werden Pyramidenwüste. Wer hätte es gedacht, ja. Pyramidenwüste wird das nächste Level sein, welches wir ab der nächsten Episode in Angriff nehmen. Das war Kirby und das magische Garn für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.